Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Hypixel Skyblock Video, meine lieben Freunde. Jetzt gerade, wo dieses Video am Start ist, das wird auch ziemlich früh sein, bin ich auch schon ziemlich früh am Start auf www.twitch.tv/gtimetv. Heute nochmal etwas früher als sonst am Start. Und nicht vergessen, morgen ab 10 Uhr gibt es den großen Open-End-Livestream, wo ich mich freuen würde, wenn ihr alle dazu einschaltet. Auch das Ganze auf www.twitch.tv/gtimetv. Und gestern bin ich ja nicht mehr wiedergekommen für die Leute, die den Livestream gestern sich angeguckt haben. Ich wollte ja um 19 Uhr wieder am Start sein. Das Problem war, ich bin eingeschlafen, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich bin einfach eingeschlafen. Ich war so müde. Das lag aber auch nicht an mir, weil ich wieder mal zu früh wach war oder zu lange gemacht habe, sondern, und zwar vorgestern, also von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ist folgendes Problem gewesen oder hat sich zugetragen. Ich weiß nicht wer, aber irgendwer hier draußen hat sich übertrieben laut um 12:30 in der Nacht angefangen zu streiten. Irgendein Typ mit seiner Freundin oder so. Und die haben dann erstmal 10 Minuten lang sich gegenseitig angebrüllt. Dann kam irgendwann jemand raus, der dann wollte, dass Ruhe ist und hat dann auch noch mit rumgebrüllt. Und das ging dann weitere paar Minuten so und dann hat sich noch jemand Viertes eingeschalten und hat dann auch rumgebrüllt. Naja, auf jeden Fall, dann war irgendwann 1 Uhr und dann war ich hellwach, weil ich durch die Kacke wach geworden bin und dann war ich bis, keine Ahnung, 5 wach oder so. Hab dann nochmal 1-2 Stunden gepennt und ja, keine Ahnung, Leute. Also auf jeden Fall war nicht ganz so nice. Aber wie ihr dem Titel entnehmen konntet, ist gestern im Livestream was Krasses passiert, liebe Freunde. Und zwar, wir haben nämlich gegen den Ender Dragon Boss gekämpft und ich habe natürlich nicht vergessen, das Ganze aufzunehmen. Ich habe diesmal dran gedacht, weil ich habe schon gegen diesen Magma-Boss gekämpft. Da hatte ich aber vergessen aufzunehmen. Und deswegen würde ich einfach sagen, liebe Freunde, 3, 2, 1, ich wünsche euch viel Spaß, guckt euch den Bossfight mal an. Was sagt ihr, Chat? Sollen wir loslegen? Willst du alle 8 legen, Lachsfuß, oder? Egal, ich kann auch alle 8 legen. Nee. Warte. Okay, Chat sagt ja. Okay, dann. Okay, dann los. Jetzt der Auge. Los geht's. Ja. Bitte Superior Dragon. Das wäre der Beste. Oh, er ist da? Naja. LOL! Wow, hat eine Pfeile aus dem Inventar. Ich nehme hier mal mehr raus. Ich tue hier mal in mein Inventar. Alter, der portet sich ja! Oh Junge, Alter, was macht der? Holy shit! Wie leckt der ein bisschen? Boah, die Blitze, Junge, die hauen richtig rein. Hoffentlich setzt er das nicht zu oft ein, ey. Müssen wir gleich hingehen, wenn er stirbt und irgendwas looten? Ja. Das ist wie beim Magma-Boss. Das Tor ist offen. Gleich down, nur noch 600.000. Down. Aus dem ersten Mal keiner hat eine Million geschafft. Wo fällt denn der Loot runter? Hier. Gut, die Schuhe und 36 Fragments. Ich habe gar nichts bekommen, glaube ich. Doch, Fragmente bekommt er immer.
Nee, ich habe bis jetzt nichts im Inventar. Ah, warte, hier liegen, glaube ich, Sachen. Ah, hier. Ja, Fragmente. 4 Stück habe ich bekommen. Ja, und wie man sehen konnte, das war auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich krass, Leute. Ich habe auch diese Fragmente dann bekommen. Ich kann euch das mal eben kurz zeigen. Hier sind die. Daraus kann man dann, ja, eine Rüstung craften. Wenn man jetzt zum Beispiel 50 Stück hat, dann kann man diesen Dragonhelm craften, ja. Oder wenn man dann 80 Stück Sins hat, dann kann man diese Brustplatte craften. Und mit 70 Stück könnt ihr dann die Hose craften und mit 40 Stück die Schuhe. Also sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus und die Werte sind auch gar nicht mal so schlecht. Die Werte sind sogar, wenn ich das richtig sehe, oh, jetzt habe ich den aus Versehen gesetzt hier, sind sogar, glaube ich, besser als die von der Smaragd-Rüstung, also der Emerald-Rüstung. Ah, ich habe 90 halt. Okay, HP. Nee, okay, die Emerald-Rüstung, die hat dann doch, glaube ich, mehr HP und so durch den Set-Boni. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Das müsste man wirklich bis ins Detail ausrechnen. Aber ich bin auf jeden Fall mit der Emerald-Rüstung gut bestückt. Also gestern bei dem Ender-Dragon hatte ich jetzt nicht so Probleme. Dann habe ich gestern, wie man sieht, angefangen, hier so ein bisschen was umzubauen. Und zwar war meine Skelett-Farm nicht ganz so effizient. Jetzt ist sie es auf jeden Fall. Sie ist viel, viel effizienter, Freunde. Ihr seht es ja auch gerade selber hier, ne? Also guckt euch mal an, wie viele Bones wir hier einfach rauskriegen. Ja, also das ist schon echt krass auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ah, den unten habe ich schon geplündert. Ja, jetzt haben wir hier den oben. Also ich mache hier auf jeden Fall jeden Tag ordentlich Knochen, sodass wir jetzt langsam aber sicher auch selbst auf den Legendary-Bogen kommen. Ich habe mir nämlich gestern für den Boss-Fight hat mir jemand seinen Bogen geliehen. Also nicht geschenkt, geliehen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, hier Kevin lässt sich Sachen schenken oder so, ne? Also der hat mir den nur geliehen für den einen Fight, dass ich mal einen Boss-Fight im Livestream machen konnte, damit auch die Zuschauer was zum Sehen haben. Jetzt steht natürlich wieder ein Skelett hier vorne, ja? Kollege, kannst du da bitte? Okay, danke. Dann machen wir es so. Zack. So, müssen wir einfach ein Skelett jetzt da töten. Dann gehen wir jetzt hier erstmal raus. Zack. So, und dann gucken wir mal ganz kurz in so unsere Collection. Und dann sehen wir auch schon dort, dass ich auf jeden Fall ziemlich gut vorankomme. Also wir haben jetzt mittlerweile bald 15.000 Knochen. 50.000 müssen wir haben, wenn wir dann den Runans Bow machen wollen, ja. Und dann brauchen wir noch Enchanted String ordentlich. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Spinnen-Spawner bauen. Sollte aber auch kein Problem sein. Jetzt tun wir erstmal die Knochen kurz zusammencraften hier. Zack. So, da kriegen wir schon mal ordentlich welche raus. Also wir brauchen 3 Stacks voll mit Knochen. Es geht eigentlich, ne? Also ihr seht schon, ich kriege da am Tag, also wenn ich da jetzt die ganzen Skelette stehen lasse und die gepowert sind, dann werde ich am Tag auf jeden Fall fast einen Stack zusammenkriegen. Das ist kein Problem. Es geht relativ schnell. Guckt euch das an. Also da haben wir jetzt schon alleine jetzt hier in der Kiste werden jetzt gleich 18 Stück sein. Also da habe ich schon eine gute Summe angesammelt. Das geht relativ zügig hier voran mittlerweile. Wenn man einmal so ein bisschen die ganzen Minions so am Laufen hat, dann geht das eigentlich auch, Leute. Dann kommt man echt zügig, ja, was das Ganze angeht, vorwärts. Aber ne, man muss sie halt erstmal richtig am Laufen haben. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal ganz kurz hier einen Diorit-Stack raus. Genau, denn ich muss mir einen Weg hochbauen zu den Emeralds, damit ich die natürlich dann schön getten kann hier. Da müssen wir nämlich mal gucken, da müssten jetzt eigentlich auch wieder welche da sein. Ah, meine Kürbisfarm, die kann ich dann auch gleich direkt im Livestream ernten. Da freue ich mich schon drauf. Es freut mich übrigens, dass so viele von euch die Insel so aktiv nutzen. Also, das ist echt krass, ne? Ich habe das gestern im Livestream mitgekriegt. Es haben auch jetzt sehr viele Leute angefangen, endlich zu respektieren, dass ich das nicht so will, dass ihr mir die ganze Zeit da vor der Linse rumhüpft. Finde ich eine super Sache, Leute. Dankeschön dafür, dass ihr da Rücksicht drauf nehmt. Es gibt natürlich immer noch den einen oder anderen Pflegefall, der das nicht hinbekommt. Aber gut, im schlimmsten Fall bann ich so von der Insel und hab meine Ruhe. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass so viele von euch diese Portale nutzen. Ihr spart euch eine Menge Zeit, habt auch keine Eile, die dann selbst euch zu arbeiten, weil ihr könnt das natürlich bei mir immer jederzeit nutzen, außer ich nehme gerade auf, ne, weil dann, ja, mache ich meistens meine Insel zu. Bei einer Aufnahme will ich das einfach nicht, dass die Leute mir da die ganze Zeit vor der Linse rumhüpfen. Das stört dann einfach, ne? Deswegen mache ich immer, wenn ich aufnehme, kurz die Insel eben zu und dann geht es auch danach direkt weiter. Und wir haben mittlerweile fast 1,5 Millionen Coins, Leute. Also unser Geld, das sammelt sich auch gut an. Und ich habe auch gestern im Livestream noch was anderes angefangen, was uns auch nochmal ordentlich Coins bescheren wird. Und zwar habe ich eine eine Melonenfarm angefangen zu bauen. Da werden wir jetzt jeden Livestream immer ein bisschen weiter dran machen. Da seht ihr es auch schon, da kommt schon die nächste Dirt-Schicht quasi über die Pumpkin-Farm, ja, damit wir da auf jeden Fall ordentlich schön viele Melonen farmen können. Geht auf jeden Fall gut voran. Ah, jetzt, weil ich gerade weg war, hat sich, glaube ich, der Server hier restartet. Ist aber auch nicht schlimm.
auf gar keinen Fall ein Problem. Heute werden wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir weiter am Haus bauen. Das ist auch ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe. Ich würde ganz gerne heute versuchen, das Haus fertig zu bauen mit euch. Das heißt, hier quasi die letzten Stücke noch dran bauen. Wir müssen noch eine Etage oben dran machen und dann müssen wir gucken, dass wir das Dach drauf bauen. Das sollten wir aber hinkriegen, sollte kein Problem sein. So schwer ist das Ganze nicht. Ich habe auch ordentlich Suppen und sowas am Stissel, also das sollte gar kein Thema sein, dass wir das definitiv fertiggestellt bekommen, das Haus. So, jetzt tue ich mir eben ganz kurz die Sachen noch hier in die Kiste. Und dann würde ich auch sagen, Leute, wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dass euch auf jeden Fall der Ender Dragon gefällt. Wir werden sowas im Livestream übrigens öfters machen, deswegen, wenn ihr selbst Skyblock spielt, schaltet auf jeden Fall immer wieder zu den regelmäßigen Livestreams auf www.twitch.tv/gtimetv ein, denn wenn wir einen Bossfight machen, dann lade ich auch gut und gerne Leute dazu ein. Natürlich müsst ihr ein entsprechendes Equipment mitbringen, ja, mit einer Lapislazuli-Rüstung können wir euch nicht in den Ender Dragon Fight mit reinnehmen, weil dann seid ihr einfach fast One-Hit, ne, so dazu, kann man eigentlich sagen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer gerne eine positive Bewertung, genauso auch Feedback in den Kommentaren da lassen und nicht vergessen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Skyblock verpassen wollt, dann haut ein Abo raus und aktiviert die Glocke, denn Glocke an, Ehrenmann. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder jetzt direkt im Livestream oder spätestens morgen im Video, ja? Oder morgen im großen Livestream ab 10 Uhr, ne? Macht's gut. Tschüss zusammen.